herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Diesmal haben wir einen Starship Guide für euch und zwar geht es jetzt um die Freelancer. Sie war dringend von euch gewünscht und bevor wir jetzt anfangen, haben wir noch eine kleine Strukturänderung zu sagen. Die Schiffe verändern sich immer wieder, je nach Patch zu Patch und damit unsere Folgen hier auch ein bisschen aktuell bleiben, haben wir neue Kategorien für euch geschaffen. Die seht ihr jetzt da quasi über uns. Also wundert euch nicht, der Flight Test ist jetzt ausgelagert, den werden wir nicht vergessen und wir werden ihn dafür immer wieder in kleineren einzelnen Videos aktualisieren, um es eben dem Patch anzupassen. Dieses Video ist sozusagen dann genereller gültig. Ja, das eine ist zeitloser, das andere ist dann patchgebunden. So ist es, ganz klar. Und damit steigen wir dann auch direkt rein. Und zwar, ja, es geht um die Freelancer. Die Freelancer ist jetzt aktuell in ihrer Basisversion schon flight-ready. Die Varianten kommen aber noch. Ja, und was ist die Freelancer eigentlich? Also ich würde erst mal sagen, so die Freelancer ist auf jeden Fall mit eins der markantesten Schiffe. Hier ist nämlich Xian-Design mit drin und menschliches Design. Ja. Sieht man auch an den schwenkbaren Haupttriebwerken. Dann ist es so, dass MISC insgesamt, die Firma, ist ja dafür bekannt, dass sie da so ein bisschen experimentiert. Und sie ist als, ja, würde ich sagen, als Transporter oder als Arounder besonders spannend für viele, viele Spieler. Ja, wie du so schön in dem Vorbereitungsdokument geschrieben hast, der Name Freelancer ist wohl Programm. Und ich würde sagen, damit kommen wir auch schon direkt zu der ersten Kategorie, nämlich dem Fokus. Ja, als Fokus angegeben ist sie sozusagen als Long-Haul Merchant Ship. Das bedeutet also ein Schiff mit als Händlerschiff sozusagen, als Handelsfahrer, Space Trucker mit einer relativ großen Reichweite und dazu bietet sie aber viele Möglichkeiten als Arounder. Ja, als Arounder auf jeden Fall. Man kann sie, wenn man das Video so richtig versteht, auch alleine fliegen. Man hat aber auch die Möglichkeit durch die Crewplätze an Bord, durch die vier Betten an Bord, durch die Arbeitsplätze, die in der Multicrew-Operation zu spielen. Das ist drin. Sie ist von der Bewaffnung umfangreicher als ein normaler Transport. Dadurch hat sie gewisse Defensiveigenschaften, also Allrounder ist da auf jeden Fall im Fokus dieses Schiffs. Absolut, sie soll sehr robust sein, sie soll sich dementsprechend für eine Vielzahl von Aufgaben eignen, also von tatsächlich der einfachen Frachtverkehr über den Exploration-Part, dann eben, dann ist, das ist dann die Dur-Variante, wenn ich mich recht entsinne, und natürlich auch irgendwo im Kampf sich zumindest gut verteidigen können, das sehen wir dann gleich auf jeden Fall in der Bewaffnung. Ja, und wie das Commercial von der Freelancer schon zeigt, sie ist also für jemanden geschaffen, der sich gerne auf sich selbst oder zumindest sich selbst und vielleicht einen Partner verlässt, der mit ihm dabei ist. Vielleicht so Han Solo, ne? Ja, mäßig, genau. Kann man sich das vorstellen. Oder halt Space Trucker, der sagt so, ach, ich mache allein mein Ding und ab und zu ist halt noch jemand dabei von meinen Kumpels. Ja. Und von da aus gehen wir dann zur zweiten Kategorie, nämlich Features und Weapons. Und da kann man als allererstes sagen, was mir auch gut aufgefallen ist, jetzt als man sie betreten konnte und dann eben auch fliegen konnte, ist die hervorragende Raumaufteilung. Finde ich, da ist Mist ganz weit vorne. Man kommt also rein durch die Riesenluke hinten, ein riesiger Frachtraum, der sich da einem bildet. Eine Luftschleuse schließt das Ganze sozusagen zu einer Zwischensektion ab, wo man dann eine EVA-Schleuse mit drin hat. Und noch einen kleinen Cargo-Bereich. Ja, und von dort aus geht es dann in den Crew-Bereich. Auch der Crew-Bereich ist jetzt schon mit diesen Schlaf-Escape-Pods ausgestattet. Das heißt, ich habe hier eine sehr, sehr praktische Lösung, um sicher die Crew zu retten im Notfall. Wir haben noch mal eine kleine EVA-Schleuse angebracht. Die geht jetzt aber gerade nicht. Dann haben wir eine Konsole, wo wir halt wahrscheinlich Schiffssysteme während des Flugs auch im Pyjama checken können. Und wahrscheinlich auch Zugang zu Komponenten. So sieht es zumindest aus. Und natürlich auch Dusche und Toilette. Ja, und von dort aus geht es dann auf die Brücke, die ihr bei MISC schon sehr eindeutig, also sehr nach ihrem Design-Sheet gemacht ist. Man merkt es auch an der Starfarer jetzt. Das heißt, wir haben vier Arbeitsplätze auf der Brücke, auch der Freelancer. Einer davon hat aktuell nur die Möglichkeit zu steuern. Da sagen wir jetzt mal nichts zu, sondern wir warten einfach ab, was das Itemsystem 2.0 uns da hoffentlich bietet. Aber immerhin schon mal vier Arbeitsplätze mit auf der Brücke, was ja eigentlich eine gute Aufteilung ist. Vor allem auch, dass man nebeneinander sitzen kann, finde ich viel zu selten ein Fakt bei Star Citizen. Hier finde ich super umgesetzt. Man kann sich richtig vorstellen, wie man hier gut zusammenarbeitet und kommunizieren kann. Ja, absolut. Ja, damit kommen wir mal direkt zur Ausstattung nochmal. Also sie soll auf jeden Fall laut Beschreibung und auch laut dem Let's Talk About Freelancer Forumspost über eine sehr lange Reichweite und dementsprechend effiziente Triebwerke verfügen. Das heißt, die Reichweite wird hoffentlich dazu führen, dass man halt wirklich eine lange Mission mit dem Schiff machen kann. Außerdem soll die Hülle sehr belastbar sein und eben auch einen gewissen Schutz bieten. Ja, und was hat sie dann innen drin sozusagen? Bewaffnung meinst du jetzt? Oder? Ich wollte, glaube ich, erstmal Power Generator und sowas haben. Ne? Gut, da Leute, muss ich auch sagen, Vorsicht, diese Dinge ändern sich gerade halt mit jedem Patch wieder, aber wir haben hier tatsächlich ein Size 2 Power Generator verbaut.
Aber wie gesagt, ob die Größe jetzt wirklich eine Rolle spielt oder ob das nicht spezielle, effizientere Generatoren sind, wissen wir einfach noch nicht. Da sind sie gerade im Balancing-Prozess. Und ein Schildgenerator der Größe 2, der auch noch aufwertbar ist. Und es ist auch klar, dass dieses Schiff in dieser Größenklasse auch mit dem Verweis der Reichweite auch über einen Sprungantrieb standardmäßig verfügen wird. Ja, ganz wichtig natürlich für so ein Long-Haul-Merchant-Ship. Und von da aus gehen wir dann jetzt in die Bewaffnung rein. Also, was heraussticht auf jeden Fall hinten, ist erstmal der kleine Turm, der quasi dafür gedacht ist, wirklich nach Achtern rauszuschießen, also Verfolger eventuell abzuwehren. Das ist ein Manned Turret, den ihr also nicht so per Fernbedienung bedienen könnt, sondern der tatsächlich mit Crew ausgestattet sein muss. Der ist auch relativ leicht, sage ich jetzt mal, mit einem M3A-Laser oder zwei da drauf, Size 1-Lasern, ist dieser Turm tatsächlich mit Energiewaffen ausgestattet. Ein leichter Turm. Ich denke mal, der dient einfach nur, um Verfolger zu stören. So ist es, definitiv. Ja, und dann kommen wir zu den beiden großen Waffenplattformen an der Seite, die so auch so buchstäblich für das Design ist, ne, bei MISC. Also diese Türme sind tatsächlich von der Bestückung her wirklich wuchtig. Die haben jeweils zwei Size 3 Waffenslots und darauf sind jetzt auch schon Tarantula montiert. 870 oder GT 870 Mark III müssten die heißen, Size 3 Projektilwaffen. Die sind wirklich, wirklich sehr durchschlagend, haben aber gewisse Tücken. Ja, die würde ich dann jetzt im Flight-Test im nächsten Video sozusagen nochmal genauer erklären. Aber tatsächlich, wenn man diese Frontbewaffnung einsetzt, hat man da eine Offensivfeuerkraft, die mit wenigen Schüssen schon leichtere Gegner ganz schön ins Schwitzen bringen werden. Absolut, so ist es definitiv. Und was noch dazu kommt, ist die Raketenbewaffnung. Und die ist tatsächlich echt ordentlich. Wir haben nämlich 12 Raketenmöglichkeiten, einzelne Aufhängungen der Size 3. Ich überlasse dir den Rest, weil da bekennst du dich deutlich besser aus als ich. Also diese Single-Plattform auf den Dreier-Slots sind wirklich massiv. Wir können Size 3 Raketen einbauen. In der Bestückung sind jetzt nur 6x Size 3 und 6x Size 2 verbaut, nur in Anführungszeichen. Das heißt, wir haben hier 12 Raketen, die Arrestor Cross-Section Rakete Size 3 und die Ignite 2 Heatseeker Rakete. Das ist wirklich eine ziemlich massive Raketenwaffnung, braucht aber so ein bisschen Übung, die wirklich einzusetzen. Aber da sehen wir schon, wenn man die dann benutzen kann, dann hat man Offensivstärke bei diesem Schiff. Definitiv. Was ich noch sagen kann, aktuell im Balancing ist es so, dass der Raketenzielcomputer allerdings sehr, sehr lange braucht, um Ziele aufzuschalten. Also das ist anders als bei großen Kriegsschiffen oder echten Kampfschiffen, wo es dann deutlich schneller geht, muss man dazu wissen. Und jetzt gehen wir von dort aus in unsere neue Kategorie, die jetzt hier für die Aktualität sorgen soll, nämlich Pro und Contra. Ja, und da gucken wir uns jetzt mal den Vergleich nochmal an. Wir haben also jetzt hier einen sehr vielseitigen Transporter, der allerdings, der deutlich mehr kann als jetzt, sagen wir mal, reiner Transporter wie die Hull-Serie, dann eben auch gewisse Einbußen an vielen Stellen einnehmen muss natürlich und insbesondere in der Verteidigung wahrscheinlich seine Stärke findet. Ich denke auch, so gegenüber der Hull-Serie wird dieses Schiff schon einem so ein bisschen Zeit verschaffen, einem den Gegner etwas vom Hals halten können. Wenn man dann noch eine Eskorte hat oder schnell Freunde rufen kann, hat man wahrscheinlich bessere Überlebenschancen als in so einem richtigen großen Containerschiff. Wir haben aber tatsächlich, weil es ein Allrounder ist, haben wir tatsächlich einen Frachtraum, der momentan mich so ein bisschen verwundert. Da hoffe ich auch, dass es nochmal überarbeitet wird, weil 52 Standard-Frachteinheiten ist wirklich, wirklich für für den Preis des Schiffs erschreckend wenig. Da ist die Hull A, ja, der Einsteiger unter der Hull-Serie kommt dann schon mit 48 Frachteinheiten daher. Da ist der Unterschied kaum vorhanden und die Hull B ist dann schon in einer ganz anderen Kategorie mit 384 Frachteinheiten. Da sehen wir schon, der reine Warentransport ist nicht das Steckenpferd der Freelancer. So ist es. Dazu muss man eben auch sagen, die Freelancer schlägt jetzt mit etwa 120 Euro zu Buche, ist damit eben schon ein relativ teurer Transporter, jetzt als Standalone-Ship wohlgemerkt. Und wenn man das jetzt in den Vergleich setzt, auch nochmal zur Constellation Taurus zum Beispiel, die mit 360 SCU ja eher in Richtung der Hull B geht von ihrer Frachtkapazität und eben ein Constellation Chassis bietet, also schon relativ viel, könnte es sein, dass diese erstens deutlich effektiver ist, was den Frachttransport angeht, aber auch preislich muss man sagen, 163 Euro für die Constellation gegen 120 Euro für die Freelancer, muss man sich überlegen, ne? Ob man dann, worauf man da wirklich setzen will. Naja, das ist klar.
Ich denke mal, pro auf jeden Fall für das Schiff ist auch noch die Tatsache jetzt, nachdem wir so schlecht über das Schiff reden, ja. Man wird hier schon Multicrew-Missionen machen können. Man wird hier schon mit Freunden auch spannende Abenteuer erleben. Die Frage ist halt nur dabei, ist es denn wirklich der Transport oder sind es dann die speziellere Aufgaben, die man als Arounder dann wirklich macht? Ja, ist es dann nicht eher vielleicht der Han Solo, der Sachen schmuggelt, oder ist es vielleicht so, dass man halt irgendwelche Xeno-Artefakte sucht, ein paar Sachen lootet im Weltraum, die in den Laderaum räumt, oder vielleicht sehr, sehr teure Waren oder Personen transportiert, die nicht auffallen wollen. Ich denke mal, das Arbeitsfeld wird eher vom Transport wegschiften zu vielseitigen Freelancer-Tätigkeiten. Genau, und das ist wirklich der Stichwort. Wie gesagt, der Name ist Programm. Ihr habt hier natürlich die Möglichkeit, gerade als Einsteiger ein Schiff zu bekommen, was ihr gut alleine fliegen könnt, was auch sehr gut dafür gemacht ist, wo ihr allerdings auch Leute mit dazu holen könnt, wenn ihr das gerne möchtet. Und wo ihr euch sehr, sehr vielseitigen Aufgaben zuwendet. Im Gegensatz zum Beispiel eben zu einer Hull-Serie, die ihr da deutlich begrenzter ist in dieser Form. Ich mache so einen kleinen Verweis jetzt schon mal auf die Flugeigenschaften. Das ist jetzt für mich bei diesem Schiff eher so ein Kontra. Ja, wir kennen ja dieses Video, das Werbevideo zu dem Schiff, wie sie da halt ihre Pirouetten dreht und halt zwei Cutlass zerstört. Ich würde diese Erwartung jetzt nicht in dieses Schiff hegen, weil die Werbung lügt, Leute, ja. Dieses Schiff ist tatsächlich wahnsinnig lahm im Pitch and Yaw und auch das Rollen ist sehr, sehr behäbig. Und sogar eine Conny ist dann, obwohl sie viel, viel größer ist, wendiger und kann die Freelancer ausnavigieren. Dazu wird es aber im Freeflight noch mehr geben. Tatsächlich fliegt das Ding sich eher wie ein Lastwagen, wie ein Pritschenwagen, als wie der Millennium Falcon. Ja, definitiv, so ist es. Man darf aber auch dazu sagen, der Millennium Falcon wurde ordentlich aufgeputscht von Han Solo damals. Muss man jetzt mal der Fairness halber dazu sagen, normaler YT ist nicht sonderlich gut gewesen. Und jetzt kommen wir damit auch zum Fazit, nämlich der letzten Kategorie. Also, ein Allrounder bietet grundsätzlich eben immer eine breite Masse an Eigenschaften und eine breite Einsatzmöglichkeit, kann aber dafür nichts wirklich besonders gut. Und das trifft natürlich auf die Freelancer besonders gut zu. Sie ist halt einfach ein Allrounder-Schiff. Deswegen würde ich einfach auch raten, Leute, wenn ihr schon wisst, was ihr machen wollt, dann entscheidet euch doch besser für eine Version der Freelancer, die schon in eure Richtung geht. Weil dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Und da sollte man ganz in Ruhe sich überlegen, was will ich eigentlich machen? Und dann überlegen, ob ich wirklich einen Allrounder kaufen will. Genau, die Max zum Beispiel ist deutlich größer vom Laderaum her, geht auch hinten schon deutlich auseinander, das merkt man. Die Dua eben mit ihren zusätzlichen Sensorplattformen ist dann gut fürs Exploration gemacht. Und die limitierte Miss ist dann eben das Kampfschwein unter den Freelancern. Ne? Also die ist dann deutlich besser in Bezug auf ihre offensiven Fähigkeiten. Guckt euch das dann genau an, bevor ihr euch für das Schiff entsprechend entscheidet. Ja, für uns ist es eigentlich ein Schiff, was vermutlich wirklich für Abenteurer gemacht ist. Wir werden dann am Komponentensystem sehen, wie weit man sie auch noch aufbauen kann und verbessern kann. Und das Trading sollte da wahrscheinlich eher ein bisschen weiter in den Hintergrund rücken, um zu sagen, ja, jetzt habe ich aber eine Kiste oder zwei Kisten mit besonders wertvoller Ladung, die ich von A nach B bringen muss. Vielleicht ein bisschen im grauen Bereich dann auch. Dafür ist die Freelancer mit Sicherheit sehr, sehr gut geeignet. Und die Bewaffnung ist natürlich ein Teil. Und natürlich kann es auch sein, dass man vielleicht durch die Reichweite Kunden erreicht, die jetzt große Containerschlepper gar nicht mehr erreichen. Ja, so ist es. Ganz vielleicht einfach. Termingeschäft. Wir wissen es noch nicht. Da werden wir erstmal abwarten, wie da Geschwindigkeiten im Sprungantrieb und Reisezeiten sich auswirken. Ganz, ganz auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne, die Freelancer-Fans unter euch, schreibt uns mal darunter, was euch bewogen hat, euch für das Schiff zu entscheiden. Ich persönlich mag immer noch das Design sehr gerne, weil ich ein großer Fan von Firefly der Serie bin. Die ist da sehr ähnlich dran. Was ist euer Grund gewesen? Ansonsten kommentiert das Video hier drunter und schaut vor allem dann später in den Flight-Test rein, wo wir nochmal wirklich im Detail dann auf die Flugeigenschaften eingehen. In diesem Sinne, liked und disliked uns, abonniert den Channel, wenn ihr up-to-date bleiben wollt bei Star Citizen, und wenn ihr uns als Channel an sich unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil und schaut euch da doch mal um. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir beide verabschieden uns bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you on the Flight Deck!